So, Freunde der guten Unterhaltung mit Olli und, ach ja, Moinsens, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Moinsens Outlast. Wir sind hier gerade in Outlast. Der eine Fuck-Explosion aus Special. Das waren, glaube ich, 98 Dezibel oder sowas. Was? 98 Dezibel waren das. 100 sind normalerweise tödlich, glaube ich, oder so. 110 oder sowas. Auf jeden Fall war es ungünstig für die Ohren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch hören könnt oder nicht. Sehr gut. I don't think that is a good idea. Ja. Ich habe was Gutes. Oh no. Egal wie tief du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Da kommen wir her. Wie neat der Schlüssel. When I sweep me, higher when I speak, like I'm climbing up a steep tree. Ja, ist es gut, ist gut. Come and greet me, after the show, after the lights, after the shot. Oh, ich liebe das Lied, das ist ziemlich geil. Pass auf, um das jetzt mal ein bisschen interessanter zu machen, ich gehe mal auf Google und google uns mal unnützes Wissen. Oh. Unnützes Wissen. Fast hätte er mich gesehen. Aus Angst vor Falten lacht eine Britin seit 40 Jahren nicht mehr. Selbst wurde vor rund 400 Millionen Jahren erfunden. Wenn jemand niest, soll man dies laut Knigge ignorieren und nicht durch entscheidendes Gesundheit zu einem Drama gesundheitlichen Vorfalls verfremden. Oh oh. Hunde identifizieren sich gegenseitig am Analgesicht. Ja. Das Guinness-Buch der Rekorde entstand, um Barstreitigkeiten, die bei einem Glas Bier auftreten, beizulegen. Weltweit sind noch 5 Menschen am Leben, die im 19. Jahrhundert geboren sind. Das lateinische Wort Anus bedeutet übersetzt alte Frau. I don't think that was a good idea. Oh oh. Doktörchen. Ah. Ja. Warum kann man da nicht drüber springen über tote Menschen? Das ist doch unlogisch. Ich habe es für interessant. In Nigeria gibt es mehr als 500 Sprachen. Konrad Adenauer hat die Sojawurst erfunden. Der Horrorfilm The Shining verbraucht 184 Kalorien. Die Angst vorm Küssen heißt Philemaphobie. Oha, warte, da habe ich jetzt auch noch was Gutes. Also, Abludophobie, Angst vor dem Waschen, Baden. Akarophobie, Furcht vor Insektenstichen, stechende Insekten oder Infektion durch Milben und Zecken oder vor Kleinstlebewesen. Akerophobie, Angst vor Säuerlichkeit. Achlophobie, Angst vor Dunkelheit. Akidophobie, Angst vor Säure. Akoustikophobie. Also, Angst vor Lärm und Geräuschen. Akrophobie, Angst vor Höhe. Elurophobie, Angst vor Katzen. Gibt es irgendwas Gutes? Elektrophobie, Angst vor Hühnern. Ach, guck mal. Botanophobie, ja, steht für die Angst vor Pflanzen. Au. Cheater.
Hier, Botanophobie, genau. Bromidrosiphobie. Bromidrophobie, Angst vor Körpergeruch. Mal gucken, gibt's ja. Kakophonie, Angst vor Hässlichkeit. Nicht schlecht. Oh, help me, please. I don't want to help you. You have to coming durch. Lol, das hätte ich nie gedacht. Hey, nobody likes a quitter. Kaligenophobie, Angst vor schönen Frauen. Wo war es? Ich habe gerade was richtig Gutes gefunden. Kathesophobie, Angst zu sitzen. Okay. Ey, da ist so viel dabei. Komm, nehme ich mal Ichthyophobie, Angst vor Fischen. Jetzt stehe ich hier wahrscheinlich auf und da steht. Lachamophobie, Angst vor Gemüse. Warte mal gucken, ich habe einmal, hole ich jetzt noch raus. Jetzt kommt das Beste, ich gebe jetzt mal auf Google ein. Flach. Wo ist der? Okay, ich werde verfolgt. Wo ist der? Hinter mir. So, flach jetzt. Ein Mathematiker, Ein Mathematiker springt aus dem Fenster und fliegt nach oben. Was passiert? Vorzeichenfehler. Was ist grün und fliegt über die Wiese? Birne Meier. Was macht ein Steak unter dem Sofa? Sich verstaken. Kommt ein Schwein um die Ecke? Ist der Bus weg? Kommt der Bus um die Ecke? Ist das Schwein weg? Kommen beide um die Ecke? Ist das Eck weg? Schlecht. Okay. Ein Ball rollt um die Ecke und kippt um. Den kenne ich. Oh, bitte lass den gut sein. Ich habe jetzt schwarzen Humor. Meine Frau sagt, ich behandle eins unserer Kinder unfair. Ich frage, welches? Philipp, Paul oder das fette Hässliche? Oh, wie findest du Maulwürfe? Bewegungsmelder, Nachtsichtgerät. Nein, ich meinte, was du gegen Maulwürfe hast. China-Böller, Telamin, Handgranaten. Sag mal, machst du denn gar nichts aus Tieren? Doch, Handschuhe, Lampenschirme. Jürgen springt mit dem Fallschirm aus 10.000 Metern Höhe. Als er bei 1.000 Metern die Reißleine zieht und der Schirm sich nicht öffnet, wird er nervös. Bei Höhe 500 geht der Schirm immer noch nicht auf und Jürgen gerät panisch. Guck bei mal, 5 Meter meint er lässig, nur dann, den Rest schaffe ich auch ohne Schirm. Guck mal hier, da bei diesem Instagram-Bild hat mich der Mark getaggt. So macht ein Mann einen Heiratsantrag. Schatz, ich liebe dich, willst mich heiraten? So hat eine Frau einen Heiratsantrag. Ich bin schwanger. Okay. Ein Totengräber fällt nach dem Ausheben eines Grabes in die neue Grube hinein und verletzt dich. Als im Hilferuf kommt ein Friedhofsbesucher vorbei und sagt zu ihm, dann bist du selber schuld, wenn du dir den Sarg stehlen lässt. Dass er direkt neben mir war, hat mir dezent Angst gemacht. So, jetzt weißt du Bescheid. Jo. Da findet das nämlich immer ein Mann lustig, sitzt auf einer Bank im Park. Plötzlich fallen kleine Stückchen vor ihm auf den Boden. Entsetzt stellt er fest, dass es sich dabei um seine eigenen Finger handelt. Verängstigt blickt er nach oben und sieht über ihm auf dem Ast eines Baumes einen Leprakranken sitzen. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Ein Mann fragt einen Kollegen, wie groß wird eigentlich ein Pinguin? Der Kollege antwortet ungefähr 50 cm. Gibt es keine größeren? Fragt der Mann weiter. Nun, ein Königspinguin wird ca. 90 cm groß, meint der Kollege. Sind das die größten, will der Mann weiter wissen. Da ergänzt der Kollege, gut, Kaiserpinguine werden bis 1,40 Meter groß. Größer gibt es aber nicht. Der Arme, der fragt die heftig aus und sagt deprimiert, dann habe ich auf dem Weg zur Arbeit doch eine Nonne überfahren. Ist auch böse, ne? Weißt du schon. Fritzchen ist sehr traurig. Sein Freund will wissen, was er hat. Mein Opa ist tot, antwortet Fritzchen. Der Freund will wissen, woran er gestorben ist. Er wollte ein Bild aufhängen und hat sie aus Versehen mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen. Aber daran stirbt man doch nicht. Das nicht, aber als er nicht mehr aufhörte zu schreien, mussten wir ihn erschießen. Oh.
Der Professor möchte herausfinden, wie weit Frösche springen. Dazu setzt er einen Frosch auf den Boden, dazu diesen Frosch springen. Der Frosch springt und der Professor notiert, Frosch mit vier Beinen springt 40 cm weit. Dann reißt der Professor dem Frosch ein Bein aus, setzt ihn wieder auf den Boden und sagt erneut, Frosch springen. Der Frosch springt und der Professor schreibt auf, Frosch mit drei Beinen springt 30 cm weit. Genauso geht das weiter, bis der Professor dem Frosch das vierte und letzte Bein ausreißt. Er setzt ihn wieder auf den Boden und sagt, Frosch springen, Frosch springen. Der Frosch rührt sich nicht. Der Professor notiert, Frosch ohne Beine hört nicht. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Was ist eine Schnecke, bevor sie gegessen wird? Völlig aus dem Häuschen. Mami, ich will nicht immer im Kreis laufen. Sei ruhig, sonst hau ich dir durch den anderen Fuß auch noch einen Nagel. Ich lasse mir nichts vormachen. Ich glaube nur, was ich sehe, sagt sie der Blinde. Treffen sich ein Blinder und ein Tauber. Sagt der Taube, ey, ich kann keine Behindertenwitze mehr hören, sagt der Blinde. sagt der Blinde, das sehe ich genauso. Was machst du denn? Ich krieg's nicht hin. Boah, Junge, dann streng dich an, du musst noch bitte das übernehmen. Für zwei Snobs kommt der Tag der Hinrichtung, sie stehen vor dem Henker, da sagt der eine zum anderen, peinliche Situation, was gibt man dem Mann? Naja. Verliere die Putana an der Bar. Zwei kurz darauf, der Barmann, das sehe ich selbst. Aber was wollt ihr trinken? Du musst doch erst die Kiste da wegschieben. Du musst... Junge, wie schwer ist das? Du gehst in einen Raum rein, versteckst dich unterm Bett. Dann wartest du, bis er vorbei ist und auf dem Weg nach hinten ist. Dann schiebst du die Kiste weg und versteckst dich. Gute Idee. Der kommt mir bloß sonst entgegen. Genau, das ist das Problem. Ein Schwarzer geht am Fluss entlang. Plötzlich kommt ein Krokodil aus dem Wasser gesprungen, schnappt nach dem Schwarzen, zieht ihn ins Wasser. Todesrolle und frisst ihn schließlich. Leider schafft das Krokodil den Kopf nicht. Satt und müde schwimmt das Krokodil ans Ufer und legt sich hin mit weit geöffnetem Maul. Der Kopf des Schwarzen guckt vorne heraus. Kurze Zeit später fährt ein Schiff ein auf den Fluss entlang. Sagt der eine Tourist zum anderen, guck mal, die Einwohner haben hier nichts zu essen, aber Schlafsäcke von Lacoste. Zwei Kannibalen essen einen Clown, weil der eine schmeckt irgendwie komisch. Boah, das ist doch kein schwarzer Witz, das ist ein Flachwitz, ey. Frauenwitze! Komm, Aschenputtel muss ein Märchen sein. Keine Frau dieser Welt würde in der Realität einen Schuh zurücklassen, solange sie noch zwei Beine hat. Seit eine Frau zu ihrem Mann, sag mal, findest du auch, dass ich so furchtbar dominant bin? Da fällt der Mann auf die Knie und antwortet, aber nein, meine Herren. Letzte Aktivität, Drachen getötet, Beziehungsstatus wieder Single. Okay, dieser Doktor, der macht mich doch ganz krank, ey. Nach dem Sex im Bett, sie verträumt, woran denkst du eher? Ach, kennst du nicht. Au. Sohn beim Kreuzworträtsel, Papa, kennst du ein Küchengerät mit vier Buchstaben? Vater zum Sohn, yep, Frau. Stimmt, die haben vier Buchstaben. Was haben eine Damentasche und ein schwarzes Loch gemeinsam? Was da einmal hineinfällt, ist für immer verschwunden. Hat eine Frau zu einem Bekannten, wenn ich mit dir verheiratet wäre, würde ich dir Gift ins Bier schütten. Er antwortet, und wenn ich mit dir verheiratet wäre, würde ich es freiwillig trinken. Okay, anscheinend ist das Spiel so programmiert, dass dem klar ist, wo ich bin. Das Spiel stinkt. Okay, so kann man es auch machen. Ein Mann geht mit einer Frau einkaufen. Plötzlich sagt der Mann Kaktusse. Meint die Frau, es heißt Kakteen. Entgegnet der Mann, nö, nö, ich meinte dich. You have to hide under the bed. Ja, bloß wenn der hinter mir ist, dann merkt er das ja, wo ich mich hide. Ne? Mach die Tür zu. So schnell war ich nicht. Ein Mann ist an der Bar und weint. Der Kellner fragt ihn, haben Sie Kummer? Meine Frau hat mir gesagt, sie würde einen Monat kein Wort mehr mit dir reden. Wie schrecklich. Ja, heute ist der Monat um. Fragt ihr immer noch?
los. Das war's. Wenn er jetzt nach rechts geht, du wartest, bis der jetzt hier wieder rechts lang kommt und dann gehst du das hinten machen. Ein Mann fragt seine Frau, was würdest du tun, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Sie geantwortet, ganz ehrlich, ich würde die Hälfte nehmen und dich verlassen. Darauf sagt der Mann, ich habe gestern 10 Euro gewonnen und jetzt sind deine 5 Euro und pack deine Koffer. Frauen sind wie Schrotgewehre, man kann sie knicken und von hinten laden. Ein Mann gratuliert seiner Frau zum Geburtstag, sie fragt ihn, liebst du mich auch? Da antwortet er, ja, dich auch. Warum können Frauen keine Autos fahren? Hast du schon etwa mal ein Herd auf Rädern gesehen? Okay, okay. Ich finde den Spruch, Frauen gehören hinter den Herd, wirklich doof. Immerhin sind die Knöpfe ja vorne. Der war gerade hinter dir. Ja, genau deswegen funktioniert dein Plan nicht so. Was machst du denn? Ich versuche, dorthin zu kommen, aber ich komme dort nicht hin. Weil der mir leider immer im Weg rumsteht. Was ist Mut? Mut ist, wenn du morgens um 4 Uhr knallvoll nach Hause kommst, deine Frau mit dem Besen in der Hand schon auf dich wartet und du sie fragst, bist du am Putzen oder fliegst du noch weg? Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Tetrapack? Tetrapack ist irgendwie clever. Warum bist du so gut gelaunt? Gestern Morgen mal sagte mein Chef zu mir, dass ich befördert werde und mein Gehalt verdoppelt wird. Mittags kontrollierte ich die Lottozahlen und stellte fest, dass ich 6 richtige plus Superzahl hatte. Als ich abends nach Hause kam, saß meine Frau mit gepackten Koffern auf und verließ mich. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Das schaffst du. Du schaffst das. Oh, nice, Max, nice. Nach einer Viertelstunde habe ich es dann auch geschafft. Als die ersten Handspiegel auf den Markt kommen, kauft der Mann ein Exemplar und legt es in seinen Nachttisch. Seine Frau findet ihn, schaut hinein, sagt voller Wut, aha, ein Bild von seiner Freundin, was für eine hässliche Schlampe. Jetzt kommt erstmal nix. Geh erstmal ruhig scheißen, das kannst du machen, hast du verdient. Das liest du vor. Sehr geehrte Damen und Herren. Dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkommen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annaburna. Sie, Schatz, was würdest du machen, wenn mich jemand entführt? Er, die Stunde Ruhe genießen, bis er dich freiwillig zurückbringt. Gibt's auch was nicht Frauenfeindliches? Na, ich bin ja bei frauenfeindlichen Witzen. Ich kann dir gerne mal einen anderen Witz nehmen. Sag mal, was du willst. Wir haben A-Klasse, Ärzte, Bauern, Bauernregel, Beamte, Blondinen, Büro, Chuck Norris, Computer, DDR, deine Mutter, Eltern, Flachwitze. Was, gehst du aufs Klo? Geh doch gleich zurück. Ganz zurück. Ja, dann wirst du, wo es lang geht, ne? Dass er uns da nicht sieht, das ist so logisch, Alter. Ich hoffe, der geht da auf die Toiletten mal. Kann er mal machen. Der Tierarzt ruft bei Herrn Meier an. Ihre Frau ist mit ihrer Katze da und bat mich, sie einzuschläfern. Ist das in Ordnung? Klar, und die Katze können sie raussetzen. Sie kennt den Heimweg. Ah. Ich habe den Schlüssel. Ein Mann zu einer Frau, du weißt immer alles besser wie ich. Da antwortet sie, das stimmt dir überhaupt nicht. Außerdem heißt es als ich. Das sagen meine Eltern auch.
immer drauf. Ich sehe auch gerade, wir haben hier Atomneonröhren anscheinend installiert. Okay. Meine Frau ist ein Engel. Hast du ein Glück? Meine lebt noch. So, meine lieben Freunde. Der Part ging erst 16 Minuten, wir machen immer 20. Nein, ich habe erst später gestartet. Zählt nicht. Ich habe vorhin auch mal länger gemacht. Wie nennt man eine Frau, die mit einem Mädchen schwanger ist? Ein komplettes Puzzle-Set. Ne, ein komplettes Putz-Set. Was sagt man, wenn die Frau die Kellertreppe runterfällt? Bring Bier mit. Warum steht mein Bier immer unten im Schrank? Ein Mann kommt spät abends nach Hause, als sein bester Freund gerade das Schlafzimmer seiner Frau verlässt. Spontan schüttelt er dem Freund die Hand und sagt, besten Dank, mein Lieber. Heute war mir nämlich nicht danach zumute, auch noch einen Eisberg zu besteigen. Okay. Worüber reden drei Männer auf einer einsamen Insel? Frauen, Fußball und Autos. Worüber reden drei Frauen auf einer gemeinsamen Insel? Zwei tun sich zusammen und reden über die dritte. Ich kann jetzt auch mal Männerwitze vorlesen, wenn es das hier gibt. Ja. Smartphones schaffen das, woran Generationen von Frauen gescheitert sind. Die Männer setzen sich beim Pinkeln hin. Okay. Eine Freundin zur anderen. Ich frage mich ja oft, wie die Männer ganze Kontinente entdecken konnten. Meiner findet nicht mal mehr die Butter im Kühlschrank. Gibt's hier keine Batterie? Batterie? Unterhalten sich zwei Väter. Sagt der eine, du, wir hatten neulich im Kinderzimmer eine riesige, fette, schwarze Spinne. Meint der andere, und? Hast du ihm gezeigt, wie ein Mann die Sache regelt? Klar, wir sind umgezogen. Was macht eine Hausfrau jeden Morgen mit ihrem Arsch? Sie richtet ihm belegte Brote und schickt sie ihm zur Arbeit. Okay. Ah, eine Batterie. Yay, wir haben eine von zwei möglichen Batterien. Ist doch cool, besser als nichts. Ja, das sagst du so. Jetzt kommt aber die gleich. Die ideale Maße eines Mannes. 80 Jahre alt, 20. Nee, die ideale Maße eines Mannes. 80, 20, 42. 80 Jahre alt, 20 Millionen auf der Bank, 40, 42 Grad Fieber. Oh. Oh. Ein neuer Tag für eine Unfallchirurgin beginnt. Schwester, was für Fälle hatten wir denn heute? Zwei leichte, ein Autounfall und ein Selbstversuch durch Sturz aus einem Fenster. Und irgendwelche schweren? Ja, da ist eine Hautschaut, Schwester, nach ein Ehemann, den ich abwaschen wollte. Das ist irgendwie nicht so lustig. Ist so. Deswegen nehmen wir jetzt auch Prominentenwitze. Blondinenwitze sind auch immer gut. Nehmen wir Blondinenwitze von mir aus. Was hat eine Blondine im Supermarkt? Sie nagelt. Hahaha. Ha, ha. Eine rothaarige, eine braunhaarige und eine Blondine sind auf einem Boot unterwegs. Kurz Zeit später sinkt das Boot und alle schreien nach Hilfe. Da kommt die rothaarige und hat eine Idee. Ich schwimme zurück und hole Hilfe. Sie springt ins Wasser, kommt zwei Meter weit, dreht dann aber um und meint, ich kann nicht mehr. Als nächstes sagt die braunhaarige, ich probiere es. Sie kommt fast bis zur Hälfte des Weges zwischen Boot und Ufer, dreht dann aber um und meint, völlig atemlos, ich kann nicht mehr. Schließlich versucht die Blondine ihr Glück und springt ins Wasser. Kurz im Ufer stehen, dreht sie um und schon zurück gemeint, tut mir leid, aber ich konnte auch nicht mehr. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine, bei Porsche geht von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Darauf die eine, pa, meine Waage geht von 0 auf 100 in nur einer Sekunde. So, liebe Freunde. Und die Moderation. Das war's von uns. Wir sehen uns gleich beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.